Hallo, liebe Deutschlernende! Ich habe eine E-Mail-Serie geschrieben. Wenn du diese E-Mails bekommen möchtest, dann besuche authenticgermanlearning.com/free. Und dies ist eine E-Mail-Serie, in der ich dir Deutschlern-Tipps gebe und in der ich dich aber auch ermutige, Schritte zu unternehmen. Ja, die Schritte, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Und ein Feedback, das ich bekommen habe, war: Marco, du bist so aggressiv. Ja, oder du bist sehr aggressiv. Ja, du bist aggressiver, als ich dich kenne. Das war ein Feedback und das restliche Feedback war komplett positiv. Ja, sehr viele Leute lieben diese E-Mails. Ja, sehr viele Leute mögen diese E-Mails total. Aber eins, zwei Leute meinten: Marco, du bist sehr aggressiv. Ja, und darum geht es in diesem Video. Bin ich aggressiv? Und dazu habe ich zwei Antworten. Also die erste Antwort ist einmal, also ich war erstmal überrascht und habe mir gedacht, okay, warum denkt diese Person, ich bin aggressiv? Ja? Und ich habe mir zwei Dinge überlegt. Ja? Zum einen ist es etwas Gutes und zum anderen denke ich nicht, dass ich aggressiv bin. Ja? Je nachdem, also vielleicht bin ich auch aggressiv, aber dann in einem positiven Sinne, meiner Meinung nach, sonst hätte ich meine E-Mails nicht so geschrieben. Ja? Meine E-Mails sind so, dass ich möchte in meinen E-Mails sehr positiv sein und möchte den Leuten auf positive Art und Weise ich möchte Leute auf positive Art und Weise inspirieren. Ich möchte sie inspirieren, etwas zu ändern. Ja? Und das ist eventuell aggressiv. Ja? Und in dem Fall ist es vielleicht etwas Gutes, denn ich brauche Aggressivität, um irgendetwas zu machen. Ja? Also, manche Psychologen haben Aggressivität so definiert, dass wenn ich, angenommen, ja, der Steinzeitmensch braucht Essen, ja, der Steinzeitmensch geht los und tötet ein Mammut, ja, er braucht Aggression, um dieses Mammut zu töten. Und Psychologen meinen das auch heutzutage, ja, wenn wir zur Arbeit gehen und wir müssen für uns selbst einstehen, ja, und wir müssen Dinge tun, dann brauchen wir ein gewisses Level an Aggressivität. Nicht im gewalttätigen Sinne, ja, wir dürfen nicht gewalttätig werden, aber wir brauchen ein gewisses Level an Aggressivität, ja, also gerade Männer mit viel Testosteron, die haben ein bestimmtes Level an Aggressivität. Nicht, dass sie gewalttätig sind, sondern sie haben eine bestimmte Präsenz, ein bestimmtes Charisma, ja, das ein bisschen aggressiv wirkt. Aber sie würden niemals Gewalt anwenden. Manche schon, ja. Aber das ist völlig konträr meinem Glauben. Ja. Das heißt, ich denke, vielleicht habe ich eine bestimmte Aggressivität, aber im guten Sinne. Und ich möchte sie einsetzen. Ja? Also auch mit meiner Körpersprache merke ich in diesem Video, ja, wenn ich zum Beispiel so sage, ja, du musst handeln, um deine Ziele zu erreichen. Ja? Das ist doch sehr aggressiv, oder nicht? Ja, wenn ich sage, hey, ja, gerade wenn ich so auf den Tisch klopfe. Tu was! Erreiche deine Ziele! Erfülle deine Träume! Ja? Ist das aggressiv? Vielleicht ist das aggressiv. Ja? Und
Das kam vielleicht auch rüber in meinen E-Mails. Ja? Ich möchte selber aggressiv meine Träume erfüllen, meine Ziele erfüllen. Und diese Inspiration möchte ich dir auch geben. Ja? Ich möchte dich inspirieren zu handeln. Ja? Und wenn das aggressiv ist, dann bin ich halt aggressiv. Okay? Und die andere Sache ist die, ja? Ich glaube, ein Grund, warum diese Person aggressiv gesagt hat, ist, weil ich auch versuche, etwas zu verkaufen. Ich habe ein Produkt, ich weiß, dass es hilft, also möchte ich, dass sehr viele Leute es kaufen, weil ich weiß, dass es ihnen sehr viel bringen wird. Ich weiß, dass es ihr Leben verbessern wird. Also möchte ich es verkaufen. Ja? Das Produkt, von dem ich spreche, ist natürlich joingermanclub.com. Ja? Das ist das Produkt, das ich verkaufen möchte. Und das kam vielleicht aggressiv rüber. Ja? Nur weil ich sage, hey, wenn du das Produkt kaufen möchtest, hier ist ein Link. Ja? Und wenn das aggressiv ist, dann sind auch alle anderen aggressiv, die etwas verkaufen wollen. Du gehst in den Supermarkt und dort siehst du viele Produkte. Ja, du siehst Eier für 1,20 Euro. Ja, wenn es aggressiv ist, etwas zu verkaufen, dann ist es auch alles aggressiv, was du im Supermarkt siehst. Ja, da steht ein Preis. Aggressiv. Ja, da wird ein Produkt angeworben. Aggressiv. Ja. Und ich denke, das ist ein bisschen übertrieben, ja, diese Weltsicht, dass alles aggressiv ist, was mit Verkaufen zu tun hat. Ja. Ich meine, vielleicht braucht man ein gewisses Level an Aggressivität, um Leuten etwas zu verkaufen. Ja. Aber das ist vollkommen im guten Sinne. Ja, ich denke, es ist gut, etwas verkaufen zu wollen. Denn wenn man etwas verkauft und man an das Produkt glaubt, dann ist man der Meinung, dass man mehr gibt, als man nimmt. Ja, man gibt mehr, als man nimmt. Ja, das ist ja, was ein Handel ist zwischen zwei Personen. Ja, zum Beispiel die Eier. Ja, ich kaufe Eier für 1,20 Euro. Also 10 Eier. Ich kaufe 10 Eier für 1,20 Euro. Ich glaube, das ist ungefähr auch der Preis, wie Eier für den Eier verkauft werden. Wenn ich also die Eier kaufe, dann ist meiner Meinung nach, ja, sind meiner Meinung nach die Eier mehr wert als das Geld, was ich dafür gebe. Ja. Ich kaufe Eier für 1,20. Dann sind mir die Eier mehr wert als 1,20 Euro. Sonst würde ich den Handel nicht machen. Und für den Supermarkt sind die 1,20 Euro mehr wert als die Eier. Win-win. Ja. Wir beide gewinnen. Ja. Ich bin der Meinung, dass ich mehr Wert bekomme. Und der Supermarkt ist auch der Meinung, dass er mehr Wert bekommt. Und das, denke ich, ist total schön. Ja, es ist total schön, dass man handeln kann und beide Leute haben das Gefühl, mehr zu bekommen. Und das möchte ich auch machen mit dir. Ja, wenn ich dir etwas verkaufen möchte, dann mache ich das, weil ich möchte, dass du mehr Wert bekommst und ich gleichzeitig auch. Okay? Dir sind meine Deutschlernmaterialien mehr wert als die 1 Euro pro Tag, die du dafür ausgibst. Und für mich sind die 1 Euro pro Tag, die du mir gibst, mehr wert als den Zugang, also als die ganze Arbeit, die ich reingesteckt habe
in die Deutschland-Materialien, die ich dir verkaufe. Das ist Win-Win. Und wenn das aggressiv ist, dann bin ich gerne aggressiv, denn mir geht es darum, die Welt zu verbessern und Leute zu inspirieren und Leute dazu zu bringen, auch ihr Leben zu verbessern und effektiv Deutsch zu lernen und all sowas. Und dafür mache ich alles, was nötig ist. Auch wenn manche Leute mir eine E-Mail schreiben und sagen, Marco, du bist aggressiv. Okay? Wenn sie mich unhöflich nennen, ist das sogar noch stärker. Manche Leute haben mich auch unhöflich genannt. Nun, im Nachhinein betrachtet, vielleicht war ich tatsächlich unhöflich. Deswegen habe ich mich für eine E-Mail entschuldigt und diese E-Mail auch rausgenommen aus dem Verteiler. Aber sie wurde an viele Leute verschickt und für diese E-Mail habe ich mich entschuldigt. Und es tut mir auch sehr leid, dass ich nicht ganz so positiv war in der E-Mail. Aber ansonsten stehe ich hinter meinen E-Mails. Ja, ich mache Fehler, Entschuldigung. Aber ansonsten denke ich, meine E-Mails sind durchweg positiv, durchweg hilfreich. Und gleichzeitig zeige ich dir auch, wie du noch besser Deutsch lernen kannst. Selbst wenn das als aggressiv wahrgenommen wird. Was denkst du? Muss man aggressiv sein, um andere Leute zu inspirieren, um die Welt besser zu machen, um Leute zum Handeln zu bewegen? Oder würdest du ein anderes Wort benutzen? Würdest du ein anderes Adjektiv dafür benutzen? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Tschüss, bis dann!